Dann beginnen wir mit dem ersten Vortrag. Was gibt's Neues von Knoppix? Wie das halt so ist, ist es wieder die Nacht vorher fertig geworden. Also Bug-Squashing, die Fehler, die ich gefunden habe, eliminiert. Aber wahrscheinlich sind immer noch welche drin. Man weiß halt nie. Und da bitte ich dann auch um Rückmeldung am besten in das Titan-Pad. Das war ich nicht. Ah, das war er hier. Ja, ich habe Sound nicht angeschlossen. Also alles, was hier aus dem PC kommt, hört man dann auf dem Beamer. Gut, dann gehen wir mal los. Ja, vor zwei Tagen ist ja der Kernel 4.2.0 erschienen, wofür es noch kein AUFS und kein C-Loop gab. Das habe ich dann auch soweit angepasst. Es waren nicht viele Änderungen. Bei AUFS waren es so circa 10 Zeilen, die man ändern musste, weil einige Structs sich geändert haben. Und wir laufen jetzt also mit dem aktuellst erhältlichen experimentellen Kernel, also alles, was 0.0 hinten hat, da bin ich immer sehr, sehr skeptisch, aber für die Knoppix-Tage kann man das einfach mal machen, um zu gucken, wie die Hardware-Unterstützung für neuere Radeon-Karten so aussieht im Moment. Das soll ja sich geändert haben im 4.2er-Kernel. Der ist in zwei Varianten drauf, einmal in 32-Bit und in 64-Bit. Beim Booten von USB-Stick oder DVD sucht sich der Bootloader automatisch die richtige Bitness aus. Die Programme sind zwar alle durchgehend in 32-Bit, aber der Kernel ist in zwei Varianten vorhanden und auf den 64-Bit-Rechnern hat man dann eben auch das komplette RAM zur Verfügung und das ist dann auch schon was wert. So, Xorg 7.7, Core 1.17 sollte auch schon Unterstützung für die neueren Grafikkarten haben. Mit der LibDRM 2.4.62 sollte auch Compiz überall laufen, zumindest mal auf Grafikkarten, die Beschleunigung unterstützen, das dürften die meisten sein, also Intel, AMD und Nvidia. Falls man das nicht mag mit den wabbelnden Fenstern und dem Desktop-Würfel, ja, also ich finde den schon ganz praktisch, falls einem das zu viel ist, kann man mit No3D booten, dann bekommt man einen normalen flachen Desktop mit dem MetaCity Window Manager und der ist dann auch auf etwas langsameren Maschinen brauchbar. Normalerweise erkennt das System beim Booten automatisch, ob die Grafikkarte 3D kann oder nicht. So, die Highlights. Compiz wird weiterentwickelt, egal was auf der Debian-Mailing-Liste steht. Und ich mag das auch, wegen der Vergrößerungsfeatures, viel Accessibility-Unterstützung ist mit dabei. Das wird jetzt von ein paar Ubuntu-Leuten weiterentwickelt auf SourceForge bzw. auf dem Ubuntu-Derivat davon Launchpad. Hat derzeit die Nummer 0.9.12 und wird dort als Basis für den Ubuntu-eigenen Unity-Desktop verwendet, ist aber auch separat benutzbar und ich benutze es auch für den LXDE-Desktop, um den mit 3D-Features anzureichern. Ja, jede Version kommt mir dann wieder etwas stabiler vor. Einige von den alten Features, die in der neuen Version noch nicht gingen, kamen wieder hinzu, wie die 3D-Fenster, die sich dann vom Desktop abheben, während man den Würfel dreht. Nicht alle davon sind eingeschaltet, also einige der Grafikeffekte sind nur lästig, zum Beispiel dieser Harry Potter-Effekt, naja, kann man später mal durchgehen. Gut, Systemd. Wer jetzt sagt, der kennt ihn schon. Das ist das Boot- und Systemmanagement, was im Moment bei fast allen Distributionen Einzug hält, leider auch in Debian, soll verschiedene Dienste ersetzen und zwar eigentlich fast alle. Also das Bootsystem, was früher Sys5init war, dann das Starten und Stoppen von Diensten mit inetd, den Session Manager, den Login Manager, was noch? Ja, PAM, UDEV läuft unter Systemd. Also man kommt eigentlich nicht mehr dran vorbei. Bis auf eine einzige Sache booten möchte ich gerne selber, ja, weil ich da einiges anders mache als Debian. Deswegen habe ich den Sys5init-Teil vom Systemd durch ein echtes Sys5init ersetzt. Ich boote also nach wie vor mit einem großen Shell-Skript, was selber parallelisieren kann. Und der Teil vom Systemd ist abgeschaltet. Alles andere von Systemd läuft halt im Hintergrund und wird von den jeweiligen Diensten, Network Manager und so weiter gestartet. Auch der Syslog läuft über Systemd, sofern er nicht einfach über die Textkonsole 12 läuft, wie bei Knoppix üblich. Dadurch spare ich ein bisschen Speicher. So, LibreOffice 5.0.1 RC2. Ja, gestern kam dann auch die Final raus. Das Problem ist,
generell bei Debian unstable. Wenn ich was installiere, kann es sein, dass sich was anderes dafür deinstalliert. Und derzeit ist es so, wenn ich 5.0.1 stable installiere von LibreOffice, was mit der RC2 eigentlich recht identisch sein sollte, dann deinstalliert sich KDE. Und das wollte ich nicht. Und deswegen bin ich bei der RC2 geblieben, die aber meines Erachtens auch stabil ist. Ja, GIMP 2.8.10, das hat sich nicht geändert. Chromium habe ich die letzte Version, die in Debian läuft. Im Moment haben Debian und Ubuntu das Problem, dass die beiden neuesten Chromium-Versionen, also der Google Chrome-Browser, nur der Open-Source-Teil, melden bei jeder Webseite, sogar bei lokalen HTML-Seiten, oh snap, something went wrong, Seite kann nicht angezeigt werden. Ja, und hat es bis zu Debian Unstable geschafft und ist also nicht benutzbar. Deswegen habe ich hier eine etwas ältere Version, die läuft noch. Also so lange bitte nicht upgraden, diese Chromium-Version, wenn man es benutzen möchte, bis diese Probleme in Debian und Ubuntu repariert sind. Firefox Version 40 ist drauf, die macht keine Probleme, läuft auch mit dem Screenreader Orca wieder wunderbar zusammen. Mit den beiden Plugins AdBlock Plus und dem NoScript Security Plugin, was standardmäßig JavaScript abgeschaltet hat. Wenn man also YouTube mit JavaScript und HTML5 gucken möchte, sollte man es dort wieder einschalten. Ja, ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig deaktiviert, ist aber ein Klick, um es wieder für eine Webseite einzuschalten. Gut, LX.de, dabei bin ich bei der Version 7.6 von Knoppix auch geblieben, mit dem Dateimanager PC MenFM 1.2.1. Ja, das ist also der Dateimanager, womit ich womit ich Dateien anzeigen, browsen, anklicken kann. Da ist er. Ja. In dem ist eine Suche hinzugekommen, was ganz praktisch ist hin und wieder. Und ansonsten ja, kann ich damit auch übers Internet Samba-Shares browsen oder FTP und HTTP-Server und auch SSH. File-Server, das gibt es ja auch über SSH, verschlüsselte File-Services zu benutzen. Das unterstützt er, indem er oben dann einfach die entsprechende URL einträgt. So, was noch? Ja, KDE ist drauf und GNOME auch. Die beiden habe ich, muss ich ehrlich sagen, aber gestern nicht mehr ausprobiert. Also das wäre mal ein Test wert, zu starten mit Knoppix Desktop gleich KDE, beziehungsweise Knoppix 64 Desktop gleich KDE. Und das gleiche nochmal mit GNOME, um zu schauen, ob diese beiden großen Desktops als Alternative zum LX.de auch noch funktionieren. Ja, Wine-Version 1.7 aus dem JIT zur Integration von Windows-basierten Programmen funktioniert ganz gut, wenn man mal ein Windows-Programm verwenden muss und nicht drumherum kommt, wie zum Beispiel bei der Steuererklärung in Deutschland. Da braucht man ein Windows-Programm, um Elster zu machen, und das kann ich unter Linux erledigen mit Hilfe von dem Wine-Version 1.7, frisch aus dem JIT. Ja, QEMU 2.3 zur Paravirtualisierung ist drauf. VirtualBox hat irgendwie aufgehört zu funktionieren in den letzten Versionen. Ich weiß auch nicht wieso, startet zwar noch, man sieht ein Fenster, und wenn man dann sagt, virtuelle Maschine starten, kommt eine Fehlermeldung, dass die CPU nicht kompatibel wäre. Dabei soll er die eigentlich emulieren. Also, ich weiß auch nicht wieso. Der KVM hat keine Probleme auf keinem Rechner, deswegen habe ich den beibehalten und VirtualBox erstmal runtergenommen, bis das wieder funktioniert. Das sind die Kernel-Extensions in der Version 5.0. Die sind parallel installiert. Das geht ja mit DKMS unter Debian. Ich habe also zu der gleichen VirtualBox-Version 4.1, irgendwas war das, die Kernel-Extensions von VirtualBox 4.1 mit DKMS installiert. Die kompilieren auch einwandfrei durch. Ja. Einmal in 64-Bit, einmal in 32-Bit. Und beim Starten meldet er trotzdem ein Problem, was ich in den Logfiles auch sehe. Aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja. Es gab mal das Problem, dass das Verzeichnis /usr kein Symlink sein dürfte. Die Fehlermeldung war die gleiche, dass die CPU nicht kompatibel wäre. Das ist irgend so ein Security Audit Plugin, das guckt, ob Systemkomponenten per Symlink woanders hingelegt wurden, was ich ja wegen dem schreibbaren Overlay machen muss. Und wenn man die nicht mit --bind mountet, dann hat es damals auch nicht funktioniert. Das habe ich mit dem Bind Mount aber in den Griff bekommen. Die neue Fehlermeldung, das war mir einfach zu viel Arbeit. Ich meine, das ist ja eigentlich auch nicht mein Problem, wenn die Entwickler von VirtualBox Sachen einbauen, damit es nicht mehr funktioniert. Muss man vielleicht einfach warten, wenn sich genügend Leute beschweren bei Oracle, vielleicht passiert dann auch was. Naja, eigentlich nicht anzunehmen.
Gut, wo wir gerade bei Virtualisierung sind, ich habe hier schon im KVM eine neue Instanz von dem Knoppix gestartet. So sollte der Bootscreen aussehen. Mit UEFI kann es sein, dass man nur die untere Meldung bekommt mit dem Boot, Doppelpunkt als Textkonsole, weil das UEFI nicht alle Grafikmodi zur Verfügung stellt, dafür aber hochauflösende. Ich brauche aber VGA-Auflösung mit 16 Farben und 80x25 großem Textbildschirm, was nicht alle UEFI-Biosse zur Verfügung stellen. Deswegen sieht man bei manchen Rechnern unter UEFI das Bild und bei anderen sieht man es dann nicht. Ja? Und hier kann ich in der Virtualisierung dann das Knoppix wieder starten. Das läuft dann so wie vom Stick. Zukünftige Versionen von KVM können über eine Kernel-Erweiterung, die im 4.2er schon drin ist, dann auch nativ mit der Grafikkarte 3D machen. Das finde ich sehr spannend. Wie gesagt, im Kernel ist es schon drin, im KVM ist es noch nicht drin, aber wird demnächst kommen. Und dann kann man unter Knoppix mit Compiz einen Knoppix mit Compiz virtualisiert laufen lassen. Ja, das finde ich sehr spannend, dass dann dieser Virt.io-Grafiktreiber, der verwendet wird. Ja, Knoppix 7.6 begrüßt uns mit diesem etwas merkwürdig aussehenden Bildschirm. Ich habe das mal ein Windows-Tree genannt. Das kam aus dem Programm Apophysis, was Fraktale rendert, raus. Und ich fand das eigentlich ganz witzig. Heute sind solche Kachel- oder Fensterlogos ja in Mode. Und da dachte ich, mache ich das auch, aber diesmal fraktal. Und das ist also quasi der neue Hintergrundbildschirm für die Knoppix 7.6. An den Farben kann man vielleicht noch was machen. Ich dachte, Apfelgrün passt hier ganz gut in die Gegend. Deswegen sieht das so aus. Ja, Knoppix Tage 2015 Edition steht oben drauf. Ist also die brandneue von gestern Abend. Gut, da läuft es schon mal. Was man sieht, wenn man von DVD gestartet hat, ist dieses Knoppix auf Flash kopieren da oben. Ich habe jetzt ja virtuell von DVD gestartet. Wenn man von Stick gestartet hat, sieht man das nicht mehr. Es ist aber unten noch im Menü. Damit kann man von dem Stick eine Kopie machen, wo dann alles drauf ist, was auf dem Stick vorher drauf war, mit Ausnahme eigener Erweiterungen. Also Passwörter, die man eingegeben hat für WLAN und so weiter, die werden natürlich nicht mitgeklont auf dem zweiten Stick, sondern die bleiben auf dem, den man gerade benutzt. Eine Neuerung von dem Flash-Knoppix kommt gleich noch in den Folien. So, zurück. Ja, Tor ist wieder mit drauf. Wird ja immer wichtiger, das generell zu benutzen, wenn man nicht mitmachen will bei dem ganzen Cookie-Tracking und IP-Adressen sammeln und so. Muss nicht sein. Für Online-Banking würde ich es nicht verwenden, aber vielleicht zum anonymen Surfen muss nicht jeder wissen, welchen News-Artikel ich lese und was mich so interessiert. Dafür ist das Tor-Netzwerk mit wenigen Mausklicks aktivierbar und im Browser gibt es auch bereits einen eingerichteten Tor-Proxy. Ja, Desktop-Export via VNC und RDP für Remote-Desktop-Viewing, das ist die Alternative zu Chromecast, die auch ganz schön funktioniert, wenn die Schüler einen Webbrowser verwenden. Die können dann mit HTML5 und dem NoScript Applet, was es in HTML5 geschrieben gibt, auf dem Rechner mit laufendem Apache gucken, was ich da so mache und die Folien mit Screenshots gucken, abfotografieren oder einfach mitverfolgen, was ich tue von zu Hause aus. Ja, Windows-Virenscanner wird häufig angefragt, also Knoppix wird wahrscheinlich oder vielleicht am häufigsten verwendet, um kaputte Windows-Rechner zu reparieren oder Viren zu entfernen, habe ich gehört. Bin auf einer blinden Mailingliste drauf, dort wird mit Knoppix eigentlich nur das Programm Snapshot for Windows bedient, um kaputtgegangene Windows-Installationen wieder zurückzusichern. Naja, und für solche Anwendungen ist eben auch dieser freie Virenscanner Klammer mit drauf, um einen Windows-Rechner oder Windows-Daten von Viren und Trojanern zu befreien. So, jetzt ist der Punkt doppelt gekommen. Samba Netzlaufwerk Suchutility, das hatten wir schon. Ja, letztes Jahr hatte ich ja den Bitcoin Core Client mit drauf, für das Bitcoin Mining und auch generell um Wallets zu verwalten. Jetzt wird die Blockchain aber immer größer. Im Moment sind wir schon bei 25 GB. Das passt nicht mehr auf den Stick. Der Electrum Bitcoin Client hat den Vorteil, dass er nicht die gesamte Blockchain speichert, sondern nur die relevanten Teile davon für das eigene Wallet.
verbindet sich dann mit einem Netzwerk, wo die kompletten Teile zur Verfügung gestellt werden und damit kann man dann auch mit Bitcoins bezahlen oder welche empfangen, ohne dass man die komplette Blockchain auf dem USB-Stick mit speichern muss. So, für Computer, die nur von CD, aber nicht von DVD oder USB-Stick starten können, gibt es eine bootfähige Mini-CD als ISO-Image. Falls jemand einen Rechner dabei hat, wo das der Fall ist, das nicht von USB-Stick gestartet werden kann, kann ich gerne noch ein paar CDs zur Verfügung stellen mit dem entsprechenden Boot-Kernel drauf. So, ja, das ist neu. Ja, das war auch, Johnny hat es, glaube ich, gestern gesagt, viele Rechner haben ja, seit sie Windows 1.0 zertifiziert sind, keine Möglichkeit mehr, in Linux zu starten wegen UEFI Secure Boot, was man nur über Windows einmalig für den nächsten Boot abschalten kann. Das ist eine ganz blöde Situation. Damit ist de facto auf bestimmten neuen Rechnern nicht mehr möglich, eine Live-Distribution zu starten. Es sei denn, man hat einen signierten Bootloader. Und den gibt es für Linux. Die Linux Foundation hat einen von Microsoft signieren lassen. Das ist kein richtiger Bootloader, sondern ein sogenannter Pre-Bootloader. Der sitzt also vor dem eigentlichen Bootloader-Programm, ist signiert von Microsoft, kann dann einen Linux-Bootloader, wie zum Beispiel Lilo, SysLinux, was auch immer, die EFI-Version davon starten. Problem dabei, bei der Übergabe der Kontrolle von dem Pre-Bootloader zu dem richtigen Bootloader hat Microsoft darauf bestanden, dass man den dann wieder manuell im BIOS signieren muss. Das heißt, es kommt dann eine Meldung, wenn UEFI Secure Boot angeschaltet ist, dass der Loader.efi möchte eine Hash-Summe verifiziert haben. Ja, dummerweise auch noch auf Englisch. Das sind im UEFI BIOS so drin und da muss man zweimal auf OK klicken. Und damit kann man dann auch auf Rechnern, wo Secure Boot eingeschaltet ist, eine Knoppix booten über den Pre-Bootloader von der Linux Foundation. Und diese zwei Klicks muss man nur ein einziges Mal machen, danach ist es im UEFI BIOS fest drin und ab dann startet der automatisch über UEFI Secure Boot vom USB-Stick. Damit haben wir ein großes Problem gelöst, nämlich dass auf ganz neuen Rechnern mit diesem Secure Boot das Knoppix einfach nicht mehr starten konnte, außer wenn man im BIOS umgeschaltet hat auf den eigentlich vorgeschriebenen Compatibility Support Module Modus, den aber einige Hersteller schlichtweg nicht mehr implementiert haben seit Windows 1.0. Gut, ja, was Neues und ein bisschen Experimentelles, das sollte eigentlich Port Knock heißen mit K, TCP Stealth, dieser Patch ist im Kernel. Das ist für Netzwerkadministratoren eine sehr interessante Sache, denn Hacker versuchen sich ja immer auch auf Rechnern, die über ein SSH-Login eigentlich geschützt sind, mit Passwort- und Login-Kombinationen einzuhacken, die sie dann einfach durchprobieren. Ja, und zunächst mal scannt man natürlich den entfernten Rechner und versucht rauszufinden, was da so drauf läuft. Ja, ich kann das jetzt hier mal machen auf meinem mit Knoppix gebooteten Rechner. etc.init.dssh start. Nee, vorher muss ich noch eine Konfigurationsdatei verändern. etc.ssh.sshd.config. So, TCP Stealth Secret 1234 zum Beispiel. Ich muss nochmal nachgucken, ob das tatsächlich stimmt. Mann, es ist HD-Config. Genau, TCP Stealth Secret, richtig geraten. Gut, das ist also ein Secret. Also wie funktioniert das? Normalerweise läuft ein TCP-Handshake ja so, der Client schickt an den Server ein leeres TCP-Paket mit einem sogenannten SYN-Flag gesetzt. Das ist ein Bit, was da gesetzt sein muss. Dann muss der Server antworten mit dem gleichen SYN-Bit und dem Acknowledge-Bit. Also er sagt quasi, hier ist auf dem Port, da läuft was. Und dadurch weiß dann der Rechner, von dem ich angeklopft habe, da läuft ein Dienst, ich kann mich mit dem connecten. Der kann dann schon anfangen, Daten zu schicken, zum Beispiel Login-Passwort oder so ein SSL-Handshake. Ja, TCP Stealth läuft jetzt so, dass der Rechner nur dann antwortet, wenn ich in dem Paket was anfragt, was normalerweise leer ist und dieses eine Bit nur gesetzt haben muss, wenn da in der Payload, das sind 53 Bytes, ein Passwort drinsteht. Ja, das ist keine wirklich sichere Sache für die Authentifizierung, aber für Portscanner ganz praktisch, denn es gibt ja nun ziemlich viele Kombinationen mit 53 8-Bit-Zeichen
Und wenn ich jetzt den SSH-Server starte, sudo etc init.dssh start, ja, dann generiert er seinen Host-Key, seinen Private- und Public-Key, nmap, localhost, ja, dann müsste was erscheinen. Und ja, da steht, es läuft auf diesem Rechner nichts drauf. Nochmal mit sudo probieren, findet er mehr Informationen. Ja, also offensichtlich nichts. Wenn ich aber netstat tippe, netstat-tulpen, sieht man, dass eigentlich auf dem Port 22 ein SSHD läuft. Das heißt, der Port 22 wird vor Angreifern aus dem Internet versteckt, indem die, wenn sie nicht in dem SYN-Paket beim Verbindungsaufbau ein Passwort mitschicken, bekommen die einfach die Meldung, auf dem Port läuft nichts. Damit kann man die Rechner schon mal absichern, dass sie nicht ständig gescannt werden und dann alle Dienste, die auf irgendwelchen Ports laufen, mit Login- und Passwortattacken abgegriffen werden. Wenn ich jetzt also einfach einen SSH-Connect auf Localhost versuche, SSH, Knoppix at localhost, kommt Connection Refused, obwohl der SSH-Server läuft. Übergebe ich das Passwort mit, minus Z, 1234 war das, in einem TCP-Connect kriege ich auf einmal eine Verbindung. Ja, und das finde ich ganz fantastische Idee, so seine Ports vor Portscannern zu schützen. Das Passwort, was dort zur Authentifikation mitgeschickt wird, das wird, ich glaube, das wird sogar als Hash geschickt, ist nicht ganz einfach zu erraten, aber alleine als Authentifizierung wird es nicht ausreichen. Aber zum Schutz vor Angriffen über Portscannern ist es sehr, sehr gut geeignet. Und deswegen ist sowohl der SSH-Server als auch der Kernel hier entsprechend gepatcht. Man kann also mit Knoppix einen SSH-Server laufen lassen, der im Internet nicht scannbar ist. Man muss auch den gepatchten SSH-Client haben, der diese -Z-Option kann. Ja, der ist hier mit dabei, kann man als Debian-Paket auch mit dpkg-repack wieder neu packen. Gibt es auch im Internet den Patch, der ist wirklich super klein, der patcht gerade mal ein Feld, was man beim Öffnen von Ports mit angeben muss und schickt dann in der Payload des ersten Pakets dieses Passwort mit. Ja, ist also recht easy zu machen und müsste überhaupt überall kompilierbar sein. Ich denke mal, für Android kriegt man es auch hin, falls man sich vom Android-Handy aus durch den TCP-Stealth-Patch durchhangeln möchte. Gut, wenn ich jetzt also Yes eingebe, dann muss ich natürlich immer noch über die verschlüsselte Session mein Passwort eingeben, um mich zu authentifizieren. Das ist also einfach ein zusätzlicher Schutz und nicht ein Alternativschutz zu SSL oder Passwortangabe. Ja, schützt einfach vor solchen Portscanner-Angriffen. Und ist auch sehr netzwerkfreundlich, weil er mit einem ICMP-Reject antwortet, falls ein Angreifer kommt und den Port versucht zu scannen, und dann geht es auch schon mal nicht mehr weiter, auch wenn der Angreifer dann weitere Daten schicken würde. Gut, Passwort hat Knoppix kein gültiges, deswegen kommen wir so auch nicht rein, außer wir setzen ein Passwort. Ja, aber das wollte ich einfach mal zeigen. Mit diesem TCP-Stealth-Patch kann man also wirklich einen scansicheren SSH-Server im Internet aufsetzen. So. Wo bin ich? Hier. Ja, für 3D-Druck. Ja, der Gerald hat mich inspiriert, bin dann auch in den 3D-Drucker gegangen. Habe ich installiert Blender, einfach weil noch Platz war. Dadurch, dass ich VirtualBox gelöscht hatte, hatte ich wieder 100 MB mehr Platz zur Verfügung. Das reicht für Blender. OpenSCAD ist drauf, darüber spreche ich ja heute auch noch. Ein Programm für zeichnerisch unbegabte Menschen wie mich. Damit kann man trotzdem 3D-Design und 3D-Konstruktion machen. Und der Slicer, den man braucht, um den G-Code für solche 3D-Drucker zu generieren, die man dann auf SD-Karte einfach reinschiebt und ausdrucken kann. Ja, und auf speziellen Wunsch von Helmut ist auch das Paket Beaver drauf. Das ist eine BibTeX-Erweiterung für das LaTeX, was drauf ist. Das ist ebenfalls im zweiten Image auf der DVD. Also falls man Platzprobleme hat auf dem USB-Stick und möchte diese Sachen wieder löschen, dann reicht es, eine Datei zu löschen, und zwar im Ordner Knoppix. Die Datei, wo ist sie? Knoppix 1. Ja? Die enthält den Blender und das Beaver-Paket. Dürfte dann so in etwa... Na, geht eigentlich. 94 MB komprimiert, dekomprimiert etwa das Dreifache.
Ja? Also wenn man diese 94 MB noch braucht auf dem USB-Stick, wäre das der Kandidat zum Löschen. Gut, die Hauptknoppix-Datei, die ist wie immer vollgepackt mit 9 GB an Software. Die ist 4 GB groß komprimiert und größer darf sie auch leider nicht sein, weil DVD mit Rockridge-Format und ISO 9660 akzeptiert nur Dateigrößen bis maximal 4 GB, dann ist Schluss. Und deswegen muss ich dann aufsplitten in mehrere Dateien, wenn ich etwas mehr haben will. So, was ist noch drauf auf unserer USB-Stick Edition? Die ist so circa 5,7 GB groß, passt also nicht mehr auf eine DVD. Das liegt vor allem an diesem Ordner Raspi hier. Das sind die aktuellen Raspberry Pi Images drauf für Debian, auch für das Ubuntu Mate, was es für das Raspberry Pi 2 gibt. Das ist ein schöner Desktop, mit dem man auch gut arbeiten kann. OpenSCAD ist hier drauf und zwar für Windows. Falls man also keinen Linux-Rechner zur Verfügung hat, möchte trotzdem mit dem Open-Source-Programm OpenSCAD arbeiten, dann gibt es ja einen Installer, einmal für 64-Bit und zweimal für 32-Bit. Ja, fragt mich nicht, wieso man das zweimal braucht für 32-Bit. Also auf dem einen Rechner geht es mit dem einen, auf dem anderen Rechner geht es mit dem anderen. Da gibt es offensichtlich bei Windows auch diverse Unterschiede. Und das linke, das OpenSCAD 2015031.dmg, das ist für Apple-Computer. Ja, also hier haben wir für Nicht-Linux-Rechner ebenfalls Installationspakete für OpenSCAD und das Tutorial, womit wir dann nachher in dem Workshop arbeiten werden, um die Programmiersprache OpenSCAD zu lernen. Gut, und hier haben wir die Raspberry Pi Images inklusive einem ausgepackten OpenELEC, wo ich noch eine kleine Anleitung geschrieben habe, weil das nicht ganz so einfach ist. OpenELEC hat keinen Installer mehr. Die erwarten, dass man das wirklich von Hand präpariert, ja, so wie hier. Und da habe ich die Befehle aufgeschrieben, womit man ein OpenELEC Raspberry Pi installieren kann. So, also das sind auch Löschkandidaten. Falls man wieder auf eine DVD-Größe kommen will, müsste man diese Sachen rauslöschen und dann passt es wieder ganz genau auf einen DVD-Rohling drauf. So, das Overlay auf einer Linux-Partition, das hatten wir vorher schon. Es gibt einen Unterschied in dem Flash-Installer. Früher hat er diesen Microsoft-Fortschrittsbalken gehabt. Der fing also mit 50% an und wurde dann einfach immer, hatte die Strecke halbiert und wurde immer langsamer. Und so hatte man den Eindruck, es passiert was, nur wurde es immer langsamer beim Kopieren. Und jetzt bei der Flash-Installation gibt er tatsächlich an, wie viele Megabyte schon geschrieben worden sind von der Gesamtzahl der Megabyte. Also es ist jetzt ein ehrlicher Fortschrittsbalken, wobei dann natürlich immer noch der Filesystem-Cache dazwischen ist, der dann beim U-Mounten erst zuschlägt und dafür sorgt, dass es dann doch etwas länger dauert in den letzten paar Prozent. Aber vom Füllstatus her zeigt er halt das an, was DF anzeigen würde und ist somit prozentual etwas genauer. Noch das Meta-Control, kennst du das? Das kenne ich nicht. Das ist eine komplette Suite, die im Prinzip das Pointerface und Slicer in einem ist Open Source für alle drei Plattformen und hat eine super 3D-Visualisierung während des Drucks. Das heißt, du kannst wirklich das Ganze drehen, wenden, anschauen, wo du gerade bist, wo du hingehst und das ist nicht groß, das sind 15 MB oder sowas. Ja? Cool. Mache ich für morgen wieder eine neue Version. Das ist Anstein, also ich verwende anders die Repetierhost. Ja. Die habe ich mal verwendet, aber seitdem der Slicer die 3D-Ansicht hat, verwende ich eher Slicer pur, ohne Repetierhost. Das ist richtig, aber der Slicer macht nicht so gute Ergebnisse. Aber die, also ich schreibe das rein in das Done-Set. Okay. Das Link zum Meta-Control, also das ist wirklich eine geniale Software. Gibt es das auch schon als fertiges Debian-Paket? Weil den. Das gibt es. Linux gibt es sicher als Debian. Ja, das wäre ganz gut. Dann würde ich das in das zweite Image mit reinnehmen, da habe ich noch ein bisschen Platz. Und dann muss ich nicht alle Sticks neu machen, dann kann man einfach die Knoppix1-Datei nochmal für alle kopieren. Ja. So,
Ja, die Flash-Knoppix-Installation, die hatten wir ja letztes Jahr schon einmal durchgegangen. Mit der Möglichkeit, jetzt auch auf eine Overlay-Partition zu installieren und somit den kompletten Platz auszunutzen. Das ist ausführlicher, als es eigentlich sein müsste. Genau. Das ist noch ein Feature, dass man während der Installation weiter vernünftig arbeiten kann. Der sagt im IO-System mit IONICE-C3, dass er Schreibvorgänge während des Kopierens von einer Knoppix anhalten können soll, wenn jemand anders die Bandbreite auf dem USB-Bus braucht, zum Beispiel zum Lesen. Also hier wird mit IONICE-C3 nur dann geschrieben, wenn der USB-Stick, wenn der Bus idle ist. Und dadurch hackelt es nicht so. So kann ich auch 10 USB-Sticks auf einmal schreiben und trotzdem noch mit OpenOffice weiterarbeiten. Es wird zwar langsamer, aber es friert nicht mehr komplett ein, bis einer der Sticks fertig ist, so wie das früher der Fall war. Das ist also auch eine kleine, aber wichtige Änderung am Skript. Und genau das war das neue Feature vom letzten Jahr, das funktioniert immer noch. Ist ein bisschen verändert worden noch, aber von der Syntax her gleich geblieben. Ja, -f forciert, also ohne Rückfragen, -mp, dass er eine Partition anlegen soll für die schreibbaren Daten, -p 1900, das ist jetzt die Option, mit der ich unsere Sticks geschrieben habe, also so viel Overlay-Platz ist übrig zum selber Schreiben, fast 2 GB, und dann gibt man das Device an, wo die Knoppix drauf landen soll, und dahinter das ISO von der DVD oder alternativ ein Verzeichnis, wo die Knoppix bereits ausgepackt ist, und das macht er automatisch, wenn ich von Stick gebootet habe, dass er dort MNT System verwendet. Ja, im Adriane hat sich auch was verändert. Orca ist so ein Sorgenkind von Debian. Das ist der grafische Screenreader. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt so weit hingekriegt, dass er wieder alles vorliest. Nur die Einstellungen zu öffnen ist mir noch nicht gelungen. Das muss ich noch von der Kommandozeile aus machen. Das ist also Orca 3. Ein schönes Programm, was den Sven begeistern dürfte, ist ein VI für YouTube sozusagen. MPS YouTube ist ein Text-Client für YouTube, der auch grafisch Videos abspielen kann auf der Framebuffer-Konsole. So kann also ein blinder Anwender VI-ähnlich nach Videos suchen, die er sich dann als MP3 runterladen kann oder auf der Framebuffer-Konsole mit Sehenden zusammen angucken kann. Und natürlich läuft es auch im Grafikmodus, wenn man möchte. Dort kann man dann einfach im Terminal MPS YT eingeben. Ich kann das mal vorführen, wie das aussieht. MPSYT heißt es. Bisschen größerer Zeichensatz dürfte es dann schon sein. Ja, 20, das kann man gut lesen. Okay, ja, also eine Eingabeaufforderung so ähnlich wie bei... Ja, wie bei einem Boot-Prompt vielleicht. Und dort kann ich jetzt zum Beispiel alle Videos suchen mit dem Stichwort Knoppix. Slash Knoppix. Das verbindet sich dann mit YouTube und schickt eine Suche los und zurück kommt eine Liste. Hoffentlich zumindest, je nach Geschwindigkeit des Netzes. Kommt eine Liste, die nummeriert ist und das Ranking kann man angeben. Standardmäßig ist Sortierung nach Relevanz. Jetzt hat er aber anscheinend keine Verbindung zu YouTube bekommen. Ich probiere es vielleicht nochmal aus meinem Host-System heraus. MPSYT. Kann aber auch schlichtweg sein, dass YouTube im Moment nicht will. Das Programm ist jedenfalls in aktiver Entwicklung und wird auch immer, falls YouTube wieder was an seiner API ändert, aktualisiert. Normalerweise hat man 2-3 Sekunden später das Ergebnis und kann aus der Liste, die nach Relevanz sortiert ist, dann das Video auswählen, was man gerne hätte.
Ja? Ah, jetzt. Gut. Wobei die Ergebnisse nicht immer ganz klar sind. Also manchmal sind hier auch Songs dabei, Lady Gaga, Pokerface. Ja, was das mit Knoppix zu tun hat, weiß ich nicht. Aber vielleicht schauen sich Knoppix-Benutzer dieses Video besonders gerne an. Und deswegen ist es in der Relevanz weit oben. Ja. Also meistens ist in den ersten beiden Seiten schon was mit Knoppix dabei. Spätestens auf der zweiten Seite, N für Next müsste man eingeben können, oder hat aber tatsächlich nur die 19 Resultate gefunden. Der WDR Computer Club taucht normalerweise mit auf und dort kann man sich das Video dann entsprechend auch angucken. Ja, das Video auswählen geht dann, indem man die Zahl eingibt, die vorne in der Nummernzeile steht. Hinten ganz rechts steht, wie lang das Video ist. Wenn man es downloaden möchte, das geht damit auch, sage ich Download. Zum Beispiel die Nummer 1, Download 1, so, Fetching Stream Info, dann guckt da erstmal bei YouTube nach, in welchen Auflösungen und Dateiformaten dieses Video vorhanden ist. Die speichern ja immer mehrere, auch wenn sie das nicht direkt auf der Hauptseite immer anzeigen. Und da gibt es dann zum Beispiel eine MP3-Version mit nur Ton oder eine GP3 für Handys, MP4 ist meistens auch dabei oder eine H264 hochauflösende Variante. Auch da kriege ich wieder eine Liste angezeigt und kann mir dann dort das Video auswählen, was ich am liebsten angucken oder speichern möchte. Ah, das so langsam geht, könnte auch an meinem Nameserver-Cache liegen, der sich mit dem falschen Nameserver connectet. Immer noch beim Fetchen. Naja, muss man einfach ein bisschen warten. Gut, zurück zu den Neuigkeiten. Ja, Known Bugs, weil noch nicht viel Zeit vergangen ist zwischen dem Bauen und dem Testen, gibt es bisher noch keine. Aber vielleicht finden sich ja dann per Titanpad welche, die noch zu reparieren sind. Gut. Damit wären wir mit den Neuerungen von der Knoppix soweit durch. Ich würde ganz gerne, wenn es dann online geht, was nächste Woche passieren sollte, auch wieder die CD-Version releasen. Dazu muss ich halt wieder einiges löschen, runterstrippen, Changelogs löschen und so weiter, damit es wieder auf eine CD draufpasst. Was auch neu ist, was ich jetzt in den Folien vergessen habe, das Silo habe ich überarbeitet auf Anregung eines Besuchers von der Tübix. Der hatte die Idee, dass man dort verschiedene Kompressionsalgorithmen verwenden können sollte. Bisher ist ja nur GZIP drin gewesen und die aktuelle Version akzeptiert auch XZ. Das ist für Binärkompression vielleicht 10% besser. Das macht natürlich bei einer 4 GB DVD 400 MB aus. Ja, das muss man auch sehen. Das ist dann schon viel mehr Platz für neue Programme. Ist vielleicht auch langsamer, weiß ich noch nicht. Im Moment habe ich den gepatchten C-Loop drauf. Der könnte also, wenn man entsprechend komprimieren würde, aber Standardkompression ist nach wie vor auf GZIP, um auf Nummer sicher zu gehen, damit es mit dem Auspacken nicht so lange dauert. XZ braucht etwas mehr CPU. Da müsste ich erst ein paar Tests fahren und ausprobieren, ob das mit der höheren Kompression tatsächlich einen Gewinn bringt oder ob es dadurch nicht vielleicht sogar viel zu langsam wird. Gut, aber das ist auch im Kernel drin. Wenn man möchte und sich die Quellen von dem C-Loop in dem Kernel-Source anschaut, dann sieht man, wie das Dateiformat sich geändert hat. Dort ist jetzt in der Adresse von jedem C-Loop-Block ein kodiert in 4-Bit, wie der komprimiert ist. Ich kann also jeden Block anders komprimieren. Ich kann auch sagen, ich habe RAW-Blöcke, die unkomprimiert sind und die brauchen dann auch keinen Header mehr, wie das früher der Fall war bei GZIP. Also alleine dadurch spart man schon ein paar Bytes. Ja, damit wäre ich mit den Neuerungen soweit durch. Gibt es Fragen? Ja. Frage, ich kann zu den problematischen Rechnern, die also nur über den siebten Menüpunkt einsteigen konnten. Was verliere ich? Siebten Menüpunkt? Naja,
im Boot-Menü gibt es die Auswahl. Bei unten problematische Rechner, ich konnte nur damit was verlieren, sozusagen. Wenn es mal bootet, eigentlich gar nichts. Also über EFI booten ist jetzt nicht schneller, auch nicht sicherer oder komfortabler. Ich boote nicht über EFI, ich boote ja. Und siebter Menüpunkt ist einfach... Naja, schreit irgendwas aus, ich muss die runterfallen. Es sind zwei Parameter werden geändert. Und die Frage ist, was tun die genau und was verliere ich jetzt, wenn ich nur so starten kann? Also von der Knopfboot-Kommandozeile? Richtig. Da steht in der letzten Zeile in dem Rechner. In dem Boot-Help. Ja. Und da ist mir nicht klar, was verliere ich letztendlich auf meinem Rechner. In den Knoppix-Cheatcodes steht es ausführlich drin. Ich gehe mal in das Boot-Menü rein. Das habe ich hier nämlich noch offen. So. Das müsste die F3-Hilfe sein. Die letzte Zeile, ne? ACPI-Off. Auto-Configuration in Power-Interface. Das Stromsparmodus, wobei bei Desktop-PCs spart man nicht viel. Dieses Auto-Configuration in Power-Interface sollte eigentlich vom Prinzip her dafür sorgen, dass eine Hardware-Erkennung leichter wird. Dadurch wird der Rechner weder effizienter noch schneller noch sonst irgendwie, aber Microsoft hat es einfacher anscheinend. Also ich vermute, dass das der Hintergrund war, warum man ACPI eingeführt hat. Mit der normalen BIOS-Erkennungsmethode geht es ja offensichtlich auch. Also wenn man es abschaltet, macht er stattdessen Hardware-Erkennung über PCI. Die Geräte laufen genauso. Man dürfte eigentlich nichts verlieren. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass er sich nicht mehr automatisch abschaltet beim Runterfahren. Dann sagt er den Rechner jetzt bitte ausschalten. Das könnte sein. No Mode Set, No Composite, das ist die 3D-Erweiterung, die man abschaltet. Das ist, dadurch verliert man Compits und die Möglichkeit, auf dem Desktop vergrößern und zu verkleinern. Ja, kommt auf die Grafikkarte an. Es gibt Grafikkarten, die können das einfach nicht. Und bei denen sollte dann automatisch alles in 2D laufen. Falls das nicht passiert und stattdessen bunte Pixel auf dem Bildschirm erscheinen oder die Maus einfriert und gar nichts mehr geht, dann könnte No Mode Set und No Composite helfen. Man verliert dadurch Geschwindigkeit. Ja, also mit der 3D-Erweiterung laufen die Grafikkarten normalerweise flüssiger, die Fenster bewegen sich schneller über den Bildschirm, weil er blockweise den Speicher hin und her kopieren und verschieben kann. Und das verliert man, indem man bestimmte Hardware-Erweiterungen ausschaltet. ARPIC? No LAPIC, no local ARPIC. Das ist eine CPU-Erweiterung, die sich um Interrupts kümmert. Das ist im Prinzip, welches Gerät benutzt welchen Interrupt. Ist eine rein technische Geschichte, auch dadurch verliert man weder Geschwindigkeit noch Leistung. Ja, also das Einzige, wo man tatsächlich von der Grafik her Leistungen verlieren würde, wäre das No Mode Set und No Composite. Wenn man mit No Composite auskommt, dass man also lediglich das 3D abschaltet oder mit No 3D arbeiten kann, dann ist es sogar etwas schneller, weil die Grafikkarte dann weniger Daten durch die Gegend schaufeln muss. Dafür hat man dann eben nur den flachen 2D-Desktop. Ich wünschte mir, man bräuchte die Boot-Option nicht, aber leider ist es bei einigen Rechnern immer noch der Fall, dass man die eingeben muss, weil es keine Möglichkeit gibt, Fehler in ACPI so zu erkennen, dass man die automatisch umgehen kann. Ja, der bootet dann gar nicht, der bleibt also schon an der Stelle stehen, wo er den Kernel dekomprimiert und dann kommen keine weiteren Meldungen mehr, dann friert er komplett ein. Da kann ich auch mit meiner Hardware-Erkennung nichts mehr machen, weil die ja erst nach dem Start des Kernels kommt. Da muss man also tatsächlich bei dieser sehr frühen Stelle angreifen mit ACPI gleich off oder No LAPIC. Bei einigen älteren Asus-Rechnern bin ich mit No LAPIC ausgekommen, dadurch hat er die Interrupts anders sortiert und dann funktionierte auch auf einmal das ACPI wieder. Gut, aber wie gesagt, verlieren tut man da eigentlich nichts von der Geschwindigkeit. Und die Parameter, die gemeinsam stehen, man kann auch nur mehr einzelnen testen. Ja, genau. Wenn man eigentlich nicht, die zusammengehören, sind die Framebuffer-Parameter. Deswegen habe ich die als ein Alias definiert. Ja, normalerweise schreibt man Knoppix oder Knoppix 64. Bei denen schreibe ich FB und dann die Auflösung, die ich gerne hätte. Und das wird dann ersetzt durch mehrere Parameter hintereinander,
die den Framebuffer-Grafiktreiber auswählen, also X-Module gleich FBDEV, die die Auflösung festlegen, also Video gleich und dann die Auflösung und Bildwiederholfrequenz und dann bestimmte Erweiterungen auf der Grafikkarte auch gezielt abschalten. Das wird dann langsamer. Wie alt ist denn der Rechner? Der Rechner ist 2 Jahre, weil das ist ein Acer, ja. Aber der macht da bei anderen Dingen. Ich weiß nicht, welche Hardware die da verbaut hat. BIOS Update schon einmal gemacht? Firmware-Update? Die aktuellste BIOS-Version. Habe ich noch nicht. Würde ich machen, weil das ist in den meisten Fällen ist es ein ACPI-Problem. Mhm. Ja, und das ist dann durch ein BIOS-Update fast immer behoben. Es gibt aber auch die gegenteiligen Fälle, wo es durch ein BIOS-Update schlimmer wird. Das habe ich auch schon erlebt. Aber es ist häufiger, dass es besser wird. Man kann jetzt speichern normalerweise. Ja. Richtig, du ladest, schaust, welche Version hast, du ladest ein paar runter und dann machst du es. Ja? Also wir haben jetzt auf der Uni Klagenfurt haben wir wirklich an die 8000 Laptops durchgetestet von den Studenten für ein Prüfungssystem und da hat es immer wieder Probleme gegeben, genau in der Variante, dass einfach das Ding nicht bootet. Ja? Und wir haben immer, also die haben ein BIOS-Update gemacht und das hat kein einziges Mal ein Problem gegeben. Und da waren auch ESAs dabei. Ja? Mhm. Also bei der 7.2-Version hat er die Grafik nicht richtig erkannt. Genau, da hat er mit. Dann habe ich wahrscheinlich auf die Anregung hin diese Grafikkarte geblacklistet, dass sie dann von vornherein kein 3D mehr macht. Aber was da halt noch nicht drin ist, ist das ACPI gleich auf. Aber es ist trotzdem interessant zu wissen, was hier bei den Parametern eigentlich passiert. Ja. Und bin sicher, dass es dann nur ACPI ist. Ja. Wenn du den aus der Standard Gutzelle rausnimmst, sollte das funktionieren. Ja, also wenn eine Zeile, so wie das hier funktioniert, dann würde ich mal mit den einzelnen Parametern probieren. Bei Asus, wie gesagt, ist es häufig das NoLAPIC gewesen. Die hatten einfach auf der CPU irgendeinen Fehler oder in einem Controller, der davor sitzt, einen Fehler drin. ACPI gleich off ist eigentlich die stärkste Methode. Das schaltet wieder zurück auf das alte PCI-Hardware-Erkennungssystem. Dadurch funktioniert halt das Power-Management nicht mehr und der Rechner schaltet sich beim Runterfahren nicht mehr ab. NoDMA kann die Platte langsamer machen, muss nicht, aber kann, hängt davon ab, was man für einen Controller hat. Wenn es noch ein alter IDE-Controller ist, dann wird es auf jeden Fall langsamer mit NoDMA. Wenn es ein neuerer SATA ist, dann hat diese Funktion NoDMA, glaube ich, auch gar keine Bedeutung, weil das alles treiberintern läuft. Gut, ja, und hier sind dann nochmal NoSCSI, NoPCMCIA, NoUSB, NoAGP, No Swap, no APM, no APIC und no MCE. Das schaltet auch Teile der Hardware-Kennung aus. In den Knoppix Cheatcodes im Verzeichnis Knoppix steht eine noch längere Liste mit noch mehr Optionen drin. Einige ganz exotische sind auch dabei. Gibt ja anscheinend auch experimentell veranlagte Benutzer, die dann alle Optionen mal ausprobieren und finden dann doch eine Kombination, womit sie auf einem bestimmten Rechner booten können. Knoppix-Cheat-Codes.txt, ja, das ist sie. Da sollten eigentlich alle drin stehen. Wenn man weiß, der Rechner kann 64-Bit, dann müsste man das Knoppix in dieser Kurzhilfe durch Knoppix 64 ersetzen. Dadurch hat man dann auch das volle RAM zur Verfügung und die 64-Bit-Adressierung. Das ist auf den Rechnern, die es können, schneller. So, auf Anregung von Sven habe ich diesen Parameter init auch eingebaut, womit man dann angeben kann, dass man zum Beispiel statt dem kompletten Linux-System mit Desktop auch init gleich bin-vi starten kann und dann hat man nur den vi-Editor. Wofür man das braucht, weiß ich jetzt nicht, aber so könnte man ein Knoppix-System bauen, was nur ein einziges Programm am Anfang startet und auch keine Grafik hat. Ja, dann kommen die Sprachen, dann kommt UTC, das war früher mal Standard. Das hatte ich geändert in LocalTime, weil das bei den meisten voreingestellten Windows-Versionen der Fall ist. Und entsprechend wird dann die Uhrzeit aus dem BIOS gesetzt und nicht die Universal Time. Für Linux-Rechner ist es wiederum schlecht, wenn man also Ubuntu hat und benutzt Knoppix ohne die Option UTC, dann zeigt er die falsche Uhrzeit an. Default ist also Local Time. Dann stehen hier verschiedene Dinge mit der Hardware-Erkennung, leider nicht alles selbsterklärend. Ja, PCMCIA ist, glaube ich, ausgestorben. No Sound schaltet die Sound-Erkennung ab. Da gab es auch manchmal Unfälle, dass sich dieser Sound-Sampler am Anfang immer wiederholt hat und nicht mehr aufhören wollte, da kann man mit No Sound starten, dann
wird die Soundkarte nicht mehr initialisiert. PNP BIOS ist für Rechner mit ISA-Bus eventuell noch relevant. Das hier ist so ein Exot. Ja, das hat einfach mal jemand berichtet. Meine PS2-Maus geht nur mit dieser Option. Wie er das rausgefunden hat, weiß ich nicht. Also alle möglichen Werte ausprobiert bis 0x0e98. Ja, aber ich habe es dann halt dazu geschrieben, falls die PS2-Maus nicht geht, sollen wir das mal probieren. Gut, bei einigen Notebooks, die habe ich selber noch miterlebt, das waren Sony-Notebooks, gibt es ein CD-ROM, bei dem das CD-ROM über die PCMC-Schnittstelle angeschlossen werden muss, aber die darf dann nicht initialisiert werden beim Hochfahren, denn sonst kann er das CD-ROM, von dem er gerade gebootet hat, nicht mehr lesen. Und bei dem braucht man diese beiden Optionen. Ja, falls man mal probieren will, wie sich Knoppix mit nur 512 MB anfühlt, das geht auch noch, man kann auch noch OpenOffice starten, aber es ist halt etwas langsamer, kann man den Speicher limitieren oder wenn man einen defekten RAM-Riegel drin hat und weiß, dass der in den oberen paar MB ist. Ja, und dann haben wir die ganzen Desktops. Die Auflösung, Standardauflösung, das ist, wenn man Knoppix als Bildschirmtreiber für Monitore in der Schule betreiben will, ganz praktisch, dann kann man hier die Auflösung fest einstellen, die er haben soll und auch die Bildwiederholfrequenzen, das wird dann in die XORG-Config übernommen. Ja, für diese ganzen Boot-Optionen wollte ich für die 7.6, was ich aber zeitlich nicht mehr hinbekommen habe, so ein kleines GUI schreiben, dass man zum Beispiel sagen kann, Bildschirmauflösung, Klick, diese Desktop starten, GNOME, KDE oder LXDE und das speichert er dann in die syslinux.cfg. Habe ich leider, wie gesagt, nicht mehr geschafft. Geht aber auch so, indem man einfach die entsprechende Datei in den Editor lädt. Und zwar ist das die boot isolinux isolinux.config. Ja, da stehen diese ganzen Optionen drin. Könnte man hier in die Append-Zeile übernehmen, die Sprache ändern. Und das kleine GUI hätte diese Sachen automatisieren sollen, dass man nicht alle Zeilen auf einmal ändern muss. Wenn man sich mit einer Textverarbeitung, mit einem Texteditor auskennt, kann man das natürlich auch so machen. Hier ist übrigens die Stelle, wo er automatisch umschaltet. Es gibt ein BIOS-Code-Programm namens IFCPU64. Und je nachdem, was es für eine CPU erkennt, mit 64 oder 32 Bit, startet er dann den 64-Bit-Kernel oder den 32-Bit-Kernel. Das geht hier auch über eine Kernel- und eine Append-Zeile, die dann jeweils umschaltet auf eine andere Kernel-Zeile, je nach erkannter CPU. Beim Booten per EFI geht das übrigens nicht. Der EFI-Bootloader, der muss in der gleichen Bitness sein wie die CPU. Und der Kernel, der von ihm gestartet wird, auch. Deswegen habe ich das syslinux.efi etwas gepatcht. Das verwendet jetzt zwei unterschiedliche Konfigurationsdateien. Der eine heißt syslinux64config und enthält die Einstellungen für den 64-Bit-Modus. Ja, es gibt dann auch keine Alternative und kein Umschalten. Wenn er also 64-Bit-efi gestartet hat, dann nimmt er diese Datei und bei den sicherlich seltenen, aber es muss sie geben, Rechnern mit 32-Bit-CPU und trotzdem UEFI, nimmt er dann diese Datei. Ja, die sieht im Wesentlichen aus wie die alte isolinux.config und enthält die 32-Bit-Kernel-Option. Wie ist der Rechner, der die Kombination hat? 32-Bit-UEFI. Ich selber habe keinen. Es gibt ja bei dem UEFI diesen Quasi-Standard mit dem Verzeichnis EFI, boot ia32.efi oder x64-irgendwas.efi. Und da es diese 32-Bit-Version gibt, muss es offensichtlich im UEFI-Standard auch möglich sein, mit 32-Bit-Rechnern mit UEFI zu starten. Ich weiß nicht, was das war, ob es HP, irgendein ganz schlechter Custom war, oder... Aber schon ein älteres Gerät? Nein, genau. Eben mit 8.1, da, Windows 8.1. Okay. Aber halt die
Freier-Variante, also was um die 200 Euro oder was kriegst. Aber der konnte wahrscheinlich noch kein Secure Boot, sondern nur OEFI, ja? Ja, ich glaube wirklich. Also den signierten Bootloader, den habe ich von der Linux Foundation nur für 64-Bit. Den kriege ich auf 32-Bit nicht mehr. Aber was war das für ein Prozessor? Wahrscheinlich so einer mit PAE. Das kann ja Atom gewesen sein. Ja, ja. Muss was gewesen sein. Der Atom Z könnte sein. Ja. Der Atom Z kann auch 64-Bit-Code ausführen. Das wusste ich vorher auch nicht. Ja, aber er meldet sich als 32-Bit. Er meldet sich als 32-Bit, aber kann 64-Bit-Code ausführen. Ja, gibt schon witzige Rechner. Ja. Beim Thema Knoppix auf Raspberry Pi erzähle ich dann, warum wir uns bei der ARM-Plattform mit solchen Problemen nicht rumschlagen müssen, aber dafür andere haben. Gut, also durch den kleinen Patch habe ich jetzt zwei unterschiedliche Konfigurationsdateien. Einmal eine SysLinux 32 CFG, die wahrscheinlich außer von exotischen Rechnern niemals zum Einsatz kommen wird. Und die SysLinux 64 CFG, und die wird durch die Kombination des Bootloaders, müsste ein EFI-Verzeichnis sein, genau. EFI-Boot. Ja, genau, gehen wir mal durch diese Dateien durch. Boot-IA32.EFI wäre die 32-Bit-UEFI-Version. Boot-X64.EFI, das ist der Pre-Bootloader von der Linux Foundation, der von Microsoft digital signiert ist. Ja, der läuft also auch auf Rechnern, wo Secure Boot eingeschaltet ist. Dann gibt es hier ein Utility namens Hashtool und Keytool.EFI, die man dafür verwenden kann, im EFI-BIOS die richtigen Hashes einzutragen für den eigentlichen Bootloader Loader.EFI, und das ist SysLinux 64.EFI, der nicht signiert ist, und deswegen muss man ihn im EFI-BIOS einmalig eintragen über Secure Boot, und danach kann er das automatisch starten ohne Rückfrage. Und die anderen beiden Dateien, ldlinux.e64 und ldlinux.e32, das sind Hilfsdateien oder Libraries für den SysLinux EFI-Bootloader, die für die 32- und 64-Bit-Variante möglich sind. Also damit sind wir jetzt bei Knoppix wieder mit dem Zustand, dass es eigentlich wieder überall laufen sollte, auch bei problematischen Rechnern, die dieses Secure-Boot haben. Und wenn man es nicht abschalten kann, kann man trotzdem mit Hilfe des signierten Bootloaders bootx64.efi dort starten und kommt dann eben in dieses Menü, wo man über das Hash-Tool die Prüfsumme von loader.efi eintragen und dann davon booten kann. Ja, gut, damit wären wir jetzt aber wirklich durch mit den mit der neuen Knoppix-Version 7.6. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen oder Wünsche, bevor es dann öffentlich released wird? Nee, ein bisschen testen noch. Ja, an dem Terminal-Server habe ich wieder rumbasteln müssen. Ich hoffe, der läuft. Also zumindest mal startet er alles, was er soll, auch den Squid, der jetzt Squid 3 ist mit Transparent Proxy-Konfiguration. Mit dem Client habe ich noch nicht getestet. Und vor allem, genau, Gerald, du hattest gefragt wegen UEFI-Boot über IPXE. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, also, falls du da einen Tipp hast, wie es geht. Ja? Okay. Ja, aber es boot jetzt UEFI und BIOS über PXE von einem Zentralserver. Okay. Das ist ziemlich. Wow, wirklich umgelaufen. Schick mir mal deine Config, dann gucke ich mir das an und vielleicht kann man es einbauen. Ja. Ja. Das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel über PXE bootest und du musst dazu jetzt einen Laptop umsteigen, dann bootet der dann auch für Windows. Klar, weil Windows so voreingestellt ist, dass es nur über UEFI Secure Boot geht. Ja. Nein, also das Secure-Abschalten ist kein Problem. Aber das UEFI? Genau, ja. Genau, das ist das Problem. Das heißt, wenn du das UEFI abschaltest, dann bootet das Ding auf einmal immer hoch. Das heißt, man muss davor auf TSM umschalten, dann kann ich über PXE booten und danach muss ich wieder zurückschalten. Ja, und das ist. Das kann wirklich, man nicht automatisieren. Ja, genau, das geht nicht. Das ist wirklich mühsam. Ja. Ach so, ich soll die Frage wiederholen. Mikro. Na, du bist da herumklopfen.
Im Platz das Trommelfell, ja. Okay. Jo, machen wir Pause? Ja, 10 Minuten.